Also Deutschland und der Ukraine, ich glaube, das ist ein antifaschistischer Imperativ für alle von uns. Ich wollte mich nur ganz kurz bedanken für deinen Vortrag. Ich fand das sehr wichtig und ich würde gerne in Richtung der zurzeit in manchen Städten populären Montagskundgebungen und irgendwelchen seltsamen Querfrontbestrebungen einfach nur nochmal aus deiner Geschichte zusammenfassen, dass die Dinge nicht ganz so einfach sind, wie viele Leute die gerne heute darstellen. Also in Wuppertal sind ukrainische Zwangsarbeiterinnen von US-amerikanischen Soldaten befreit worden und die sind dann auch im antifaschistischen Sowjetreich teilweise als Kollaborateure verfolgt worden. Das heißt, die ganze Sache ist ein bisschen komplexer, als die manche Leute, die die Welt im Radio oder sonst wo erklären, heute darstellen wollen. Für mich persönlich gilt, dass das eine klare Absage ist an alle Querfrontbestrebungen und alle Versuche, bei den Montagskundgebungen mit einfachen Weltsichten in der Situation jetzt irgendwie klarzukommen. Ich freue mich, dass für die anderen auch gilt. Wir möchten jetzt eine Minute Stille halten, die Opfer nicht nur vom Nazi-Terrorregime zu bedenken, aber auch die Opfer von Faschismus, die alle danach getötet worden sind, sei es hier in Deutschland oder sonst wo, und natürlich auch die Opfer von Odessa. Wuppertaler, liebe Genossen und Genossen, wir sind jetzt leider verspätet aus Frankfurt gekommen. Wir hatten unsere Demo jetzt am 8. Mai gehabt und ich freue mich total, dass es hier das auch gibt und die Kooperation Solidarität über die Städte weit verbreitet wird. Und ich habe euch jetzt einen Beitrag mit über Odessa und die Verbindung zum deutschen Staat mitgebracht. Lesen wir heute noch eine einzige Meldung über das Massaker im Gewerkschaftshaus von Odessa? Ist es der Tagesschau noch eine Meldung wert, dass dort über 100 Menschen verbrannt, erschlagen, erschossen und gefoltert wurden? Eine Woche später herrschte das Schweigen in den deutschen Medien. Viele Videos und Fotos zeigen aber eindeutig, wer in Odessa Menschen erschlug, wer sie verbrannt und wer sie gefoltert hat. Es waren die Faschisten des rechten Sektors. Sie trugen die ukrainische Nationalfahne und sie riefen Slava Ukraina, Ruhm der Ukraine, während sie mordeten. Aber der deutsche Außenminister behauptete, es seien zwei auseinander einprügelnde Gruppen gewesen und ein Haus sei in Brand geraten. Es ist Zufall, dass die Faschisten einen Tag nach dem 1. Mai diesen für alle Arbeiter und Angestellten in der Welt wichtigen Feiertag das Gewerkschaftshaus zu einem Massengrab machten? Nein, es ist kein Zufall. Ihr Terror richtet sich gegen die Bevölkerung. Ihr Terror soll einschüchtern, mundtot machen.